Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Friends of Mineral Town. Und wie ihr seht, es ist Zeit für die Geburt. Es ist soweit. Ein Küken wird geboren. Und wir sollen ihnen einen Namen geben. Wir haben schon den Bre. Ne, wir haben schon den Bra. Es fehlt noch der Bre. So. Ach, herrlich. Wir haben den Bub, den Bur, den Bra und den Bre. Das sind doch schöne Namen für Küken, oder? Findet nur ich. So, wir haben Samstag, Herbst. Hallo, Mekko! Morgen findet um Punkt 10 Uhr das Herbstderby auf dem Hauptplatz statt. Wenn du nur ein ausgewachsenes Pferd auf deiner Farm hättest, es wäre schön gewesen, wenn du mitmachen und das Derby unterstützen könntest. Mhm. Aber auch da habe ich wieder diesen Speichertrick gehört, soll man nutzen, denn der Speichertrick macht, oder der ist dann sinnig, kann speichern, kannst dir angucken, welches Pferd gewinnt. Und dann kriegst du die Münzen, die du brauchst. Weil sonst kommst du niemals an dieses komische... Wie heißt denn das? An die Herzfrucht, die man da kriegen kann. Es ist scheinbar schier unmöglich, da sonst dran zu kommen. Wenn du nicht den Speichertrick benutzt. I don't know. Für mich fast irgendwie verständlich. Kriege ich den kaputt? Der sieht ein bisschen anders aus. Nee, bin ich auch nicht kaputt. Ja. So. Wenn ich genug Holz habe. Wenn ich genug Holz habe, dann würde ich einen Zaun hier hinbauen. Damit die Kühe. Ich würde den dann so hier hinbauen. Damit die Kühe dann, wenn sie rauskommen und die Tiere, dass die einfach nur gerade runtergehen. Ich würde das genau hier so hinmachen. Ne, die kommt nicht mehr raus. Die bleibt jetzt hier liegen. Die bewegt sich nicht mehr. Die braucht jetzt Liebe. Weil die wächst ja schon ein bisschen rüber. So. Müssen wir mal gucken. Mal eben nochmal mit jedem quatschen. So, Tiere. Und guck mal, wie viele Punkte die jetzt haben. Boah, der Bre hat am meisten, Alter. Der hat alles auf Maximum. Das ist krass. Das ist krass. Also kann ich die hier wieder verkaufen, weil... Dann kriege ich die Maximum. Hühner. Siehst du? So läuft das. So. Da haben wir unsere Pflanze, die wir verschenken müssen. Okay, dann behalte ich jetzt mein Gold, weil... Normalerweise hätte ich es jetzt ausgegeben, um meine Axt zu erweitern. Mache ich jetzt aber nicht. Denn wir wollen... im Derby ein bisschen Geld ausgeben. Oder müssen, vielmehr. Ärgerlich, aber ja, wir müssen. Ärgerlich, aber ja, wir müssen. Da jetzt, wo ich ja hier mit dem Axtklopper hier einmal durchkomme, können wir mal eben hier gucken gehen, ne? Ist das hier? Hier. Ey. Ja, aber so kannst du wenigstens leveln, ne? Gibt's hier jetzt irgendwas? Matsutake, aha, den brauchten wir. Guck mal, der wächst nämlich dann scheinbar nur hier. Ein Matsutake, okay, da muss man also doch hier mal gucken gehen. Das sind die besonderen Sachen. Ja, ich weiß, dass dich das schlaucht. Aber wir müssen da durch, Brudi. Da führt kein Weg dran vorbei.
Da führt leider kein Weg dran vorbei. Wir müssen den Hammer ein bisschen leveln. Sonst können wir den nicht auf Mithril machen. Und ich weiß nicht, ob das wichtig ist später. Für die tieferen Level. Außerdem brauchen wir eh noch Steine zum Bauen. Alles stürzt ein. So, ich glaube, wir haben noch genug Zeit, um auch nochmal angeln zu gehen. Ah. Ich habe euch gar nicht rausgelassen, ne? Ich bin ein Arsch. Dankeschön. Hier ist auch noch was dran. So, gucken, ob wir noch was verschenken gehen können. Können gehen. Den Hammer können wir nicht verbessern, ne? Immer noch nicht. Aber bald. Wir arbeiten dran. 63% schon viel, wie ich finde. Abgeschlossen. Vielleicht ist sie hier. Nein, ist sie nicht. Zu Hause ist sie auch nicht. Was soll sie denn dann sein? Oh, abgeschlossen. Lohnt sich überhaupt noch zu angeln? Ein Giftpilz. Ich glaube nicht, wa? Für die Stunde. Ach komm. Die gehen wir jetzt nach Hause. Ciao. So. Shiitake-Pilz, Matsukake-Pilz. So, jetzt ist Derby-Tag. Oh, und jetzt kommen heute die Dinger nicht mehr, ne? Doch, noch einen Tag. Glück gehabt. Heute kommen sie noch. Neues Produkt. Ein Messer. Ja, das brauchen wir. Und zwar dringend. Darf ich ja noch ernten heute? Oh, super. Der legt sich einfach mal dahin, wo ich ernten will. Du musst groß werden. Wir können heute schon wieder hier am Derby teilnehmen. Wir hatten schon ein Derby. Jetzt können wir schon wieder nicht teilnehmen, weil du nicht groß genug bist. Okay, das sieht gut aus. Bitteschön. Da haben wir jetzt 7000 Piepen zum Ausgeben, was ja nicht wenig ist eigentlich. Hoffentlich kriegen wir damit was zusammen. Dankeschön, jetzt haben wir schon zwei große Hühnchens hier.
So, und wenn wir jetzt hier das Huhn nämlich verlassen. Nur, also wenn das so viele Herzen hat. Wenn das nachher zum Hühnerkampf antritt, ich glaube, dann haben wir irgendwie gewonnen. Kalle hat ja schon fast rasiert. Ne, also. So, raus mit euch. So, wir haben jetzt 10 Uhr. Wir können jetzt einfach zum Dings gehen, zum Derby gehen. Ich speichere einfach mal vorher. Ich weiß nicht, wann ich speichern muss. Das ist das Problem. Aber wir können einfach vorher speichern. Dann sollte doch alles passen. Bevor wir jetzt reinrennen. Obwohl, nee, du kannst... Obwohl, nee, 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 nee. Ich speichere mal hier vor. So. Muss ich hier wetten? Rennticket, Ticket kaufen, Rennen starten. Ich möchte von Philipp. Dann, wenn der jetzt gewinnt, bin ich reich. Glaube ich. Aber Philipp ist halt scheiße. Es gewinnt. Boreas. So. Jetzt gehe ich hin. Mach so. Nee. Guck mal, das geht jetzt gar nicht mehr. Ich komme nicht ins Menü. Man kommt nicht mehr ins Menü. Deswegen musst du vorher speichern. Sehr gut gemacht, Mikko. Nichts davon. Boreas war der Erste. Aha. Okay, jetzt muss er es erst durchziehen. So, letzte Rennen. Ich habe nicht aufgepasst. Wer hat gewonnen? Fuck. Ach, weil ich jetzt gelesen habe, weil Melanie mir was geschrieben hat. Es gibt Gönnergy. Was so ein Scheiß. Aaron. Aaron. Okay. So, jetzt gehen wir. Und jetzt laden wir. Lesen. Beim zweiten weiß ich es nicht. Warte mal, ich guck mal, ob ich das Video anschauen kann. Kanal. Mein Name ist Nico und wir spielen heute wieder. Nicht mehr ins Menü, deswegen musst du vorher speichern. Sehr gut gemacht. So, wer gewinnt hier? Hudson. Hudson war der Zweite, aber ich kann eh nicht so viel kaufen. So. Ticket kaufen, Rennen starten. Boreas, da bekommt man 3 Medaillen für. Warte, ich mach ganz kurz Pause. Ich wollte gucken, wie viel Medaillen man für die anderen kriegt.
aber 3 ist schon das Niedrigste. Dann machen wir mal so, wir kaufen keine. Wir gucken, ob wir bei den anderen mehr kriegen. So, okay. So, jetzt können wir hier nämlich wieder gucken. Hudson bekommt man 20 für. Da kaufen wir alle. Oder kostet ein Ticket 20? Ein Ticket kostet immer gleich viel, oder? 50, genau. Hier auch, ne? Ja. Und von dem kriege ich jetzt 20, wenn der gewinnt. 20 mal... Oh, ist ein Gaul aber gut im Griff, Junge. Hä, hey, jetzt hat Izzy gewonnen? Gewinnt gar nicht immer derselbe? Warte mal. Wenn jetzt nicht Aaron gewinnt, dann bin ich verwirrt. Da bin ich verwirrt, weil es hieß, es gewinnt immer dasselbe. Ne, tatsächlich nicht. Okay, das heißt, man muss es immer ausprobieren. Dann versuche ich es so lange, bis ich richtig habe. Bis gleich. Freunde, ich glaube, ich habe gewonnen. 2000 Medaillen. Sehr schön. Und damit können wir jetzt was kaufen. So, okay, ich habe jetzt 4-5 Mal neu gestartet. Preis abholen. Also die beiden wollen wir haben. Gesichtsmaske, Lotion, Sonnencreme, Brosche, Diamant. Vielleicht können wir uns noch Kleinigkeiten holen. Umtauschen. Die Kraftbeere umtauschen. So, damit haben wir die erste auf jeden Fall. Teuer bezahlt, aber haben wir eine. Ich möchte Preise abholen. Wir haben noch 100... Wofür ist das? Nein. Macht eine Hautgeschmeidung sanft. Während der Anwendung sieht es allerdings eher beängstigend aus. Ideal als Geschenk. Okay. Ein seltenes Juwel, das in Minen zu finden ist, lässt sich zu einem sehr hohen Preis verkaufen. Keine Ahnung, lass uns... Ich glaube, das kriegen wir in Massen nachher, ne? Und das können wir auch selber machen. Oh, wie viel kriege ich? Ich kann das verkaufen wieder, ne? Habe ich mein Geld wieder drin. Okay. Dann, weil die kosten 1000 in der Herstellung, dann werden wir die wohl teurer verkaufen können. Ne, komm, starte das Rennen, wir sind fertig. Ja. Komm, starte das Rennen und weg hier. Hä? Klar.
Einfach geklickt, daneben geklickt. Ich setze auf Mary Lou. Auf die 4. Mary Lou, gib alles rot. Oh ja. Ganz weit abgeschlagen. Mary Lou, du musst dein Pferd ein bisschen treten hier. Bisschen in die Sporen, weißt du. Alter, der hat aber Gas gegeben. Waren ja chancenlos. So. So, das war's. Wunderschön. Vielen Dank. Wir haben schon wieder so eine komische goldene Perle. Wir müssen halt vergucken, ob wir... Wir müssen gucken, ob wir das verkaufen können. Komm, wir behalten die Chilis jetzt noch. Wofür sind diese Perlen? 9 Stück braucht man. Ja, ja, okay. Dafür sind wir jetzt wieder pleite. Erstmal. Denn man kann ja verkaufen. Soweit ich weiß. Heute kommen die Fuzzis nicht mehr, ne? Heute müssen wir wieder zu denen hin und sagen, hey Freunde, kommt ihr bitte morgen gießen? Seid ihr so nett und kommt morgen wieder? Alter, wir können hier alles ernten, ne? Hier, das auch. Heftig. Das gibt Moneten, Freunde. Das gibt Moneten, das sage ich euch. Hier dann noch durch. Hat eine Arbeit. Aber ich finde schön, dass wir jetzt noch ein Herzlein mehr haben. Das ist schon cool. Ist schon cool. So, Alter, das Grünzeug wächst aber hier bis aus allen Nähten, ne? Oder seht ihr das nur nicht so? Ich würde sagen, da müssen wir nachher mal ein bisschen Hacki-Hacki machen. Alles mal wegsicheln, sichlorn. Na du? 16 Tage noch. Dann kriegst du ein Kindchen. Hör mal. So schnell geht das alles. Ja, das heißt ja auch, wir müssen tatsächlich so viel Holz erstmal auf Seite tun auch, ne? Das ist ja schon nicht wenig. Was hat da? Der Bra. Der Bur. Der Bub. Und der Bre. So. Gehen wir eben zur Göttin. So, dann hauen wir wieder ab. Und dann gehen wir eben verkaufen. Eben alles in die Kiste kloppen. Und dann gehen wir zu den Jungs hoch. Da hat er wieder die Pflanzen versteckt. Ach, immer wenn man sie in der Hand hat, ey. Was kriege ich denn für eine? Für alle 2000?
Ich mache erstmal so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel die wert ist. ...2100. Wenn ich jetzt alle verkaufe, 12.000. Freunde, wir haben Money gemacht. Und zwar nicht wenig. Und zwar wirklich nicht wenig. Hast du noch irgendwas für mich? Nö, ne? Ich musste mal eben gucken, ob er noch was hat. So, jetzt müssen wir zu den Jungs hoch. Noch ein Pilz. Die Uhrzeit rennt aber auch heute, ne? Für dich, mein Engel. Auf dass du den ganzen Tag ein Lächeln im Gesicht hast. So, jetzt gehen wir die Jungs noch um Hilfe bitten. Hallo. Ja, bitte. Ich hätte gern, dass du die Felder gießt. So, das machen wir jetzt für alle. Wir sehen uns gleich. So. Ich habe jetzt einen dazu gebracht, dass er die Pflanzen ernten soll. Und die anderen, die sollen alle gießen. Ich denke, das ist gut so. Schönen guten Tag, die Damen. Bisschen angeln. Damit wir die Angeln auch verbessern können. Ich denke, je besser die Angel ist, desto größer werden die Viecher, die man dann angeln kann, ne? Eine Sardine. Sardinchen. Eine Ölsardine. Das ist ein anderer Fisch. Mittelgroßer Fisch. Mhm. Ah, lecker, eine Grete. Jetzt entkommen. Frechheit. Super, wir machen hier den Ozean sauber. Wir spielen gerade Coral Island. Coral Island, Freunde. Da machst du immer das Gleiche. Komm, einen Fisch will ich noch. Ich kann mich mit drei Fischen hier abhauen. Die schon die ganze Zeit angelt zum Vogel. Also. ...21.000 Gold. Einfach nur durch die Halsketten, ne? Kannst du richtig Knete mitmachen. Ins Bettchen. Und dann sind die Jungs morgen wieder da. Läuft. Heute ist wieder Fernsehen angesagt. Ich habe das Messer noch nicht gekauft. Das sollten wir gleich machen. Mondklößchen.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt alles mit, weil ich an Erzen habe. Damit ich das parat habe, wenn ich es brauche. So viel Platz brauche ich eh nie. Oh, guten Morgen, Mekko. Morgen findet unser jährliches Flauschfest statt. Es kann jedes erwachsene Schaf, Alpaka oder Angora-Kaninchen teilnehmen. Ja, ich hab keinen. Also lass mich in Ruhe. Geh weg, alter Mann. Komm her, Pferd, ich will dich melken. Schön grün alles mittlerweile. Gefällt mir gut. So, hopp. Müssen wir mal gucken, welches Huhn wir verkaufen können. Weil mittlerweile dürfte das passen. Dann gehen wir unsere trächtige Kuh noch füttern. Sehr schön. So viel Geld, Alter. Ich bin gerade ein bisschen hin und weg. Und verstehst du, wie ich meine. Ich überlege gerade wirklich, ob ich mir Holz hole und das Ding jetzt so mache. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Ich mache das. Irgendwie habe ich da Bock drauf und mache das. Ich hoffe, damit komme ich aus. Mal macht er vorne, mal macht er hinten. Aber kann er sich auch nicht entscheiden, ehrlich. Da hinten. Mach ihn da vorne. Das ist natürlich doof hier, ne? So. Die Frage, also wir wollen das genau hier hin machen, ja? Frage ist, soll das Pferd da auch rein? Aber das Pferd kann eh einfach rennen, wo es will, ne? Weil das kannst du gar nicht blocken. Leider Gottes. Ich habe jetzt auch nicht drüber nachgedacht, dass ich ja nach unten rum muss. Nicht drüber nachgedacht. Heute hat der Schmied E2, ne? Laut Karte. Oh, Donnerstag hat er geschlossen.
Jetzt könnten wir hingehen. Wir könnten die Angel verbessern lassen. Ich glaube, das mache ich auch. Lass uns mal die Angel direkt verbessern. Ihr seid auch schon um 14 Uhr fertig, ne? Das ist schon... Kann man also echt größer machen, die Felder. So. Ich möchte mein Werkzeug verbessern, und zwar meine Angel. Dann kommen wir wieder. Ich würde das jetzt einfach versuchen weiterzubauen. Ich hatte bis jetzt ganz gut geklappt. Holen wir uns einfach noch ein bisschen Holz. Keine Ahnung, 3-4 Stacks. Werden, denke ich, genügen. Dann sollte man doch hier die Kuh im Zaum halten können, oder? Oder wie siehst du das? Ne? Gehen wir nochmal 3-4 Stacks holen und dann ist gut. Moin. Ja. Tuck dich aus. Ist hier noch da. Meine kleinen Helferlein, die waren fleißig. Das machen wir alles weg hier. Ich überlege gerade, ob wir dann auch einfach unsere Gartenarbeitsgeschichte einzäunen sollen. Aber nein, oder? Ja, auch so ein Zäunchen drum machen? Finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Weil halt alle Felder um einen bewegen, ne? Das ist auch anders heftig. So, wir gehen schlafen. Und für euch ist hier Ende im Gelände, meine Freunde. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ey.